Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin das wieder, euer Domi, und heute stelle ich euch das Domi Pack V6 vor, was natürlich wieder ein Mixpack ist. Also bitte nicht beschweren, wenn euch einige Texturen bekannt vorkommen und so weiter, denn wie gesagt, es ist ein Mixpack. Ich habe wieder viele Texturen übernommen und habe aber auch eigene wieder gepixelt, was heißt gepixelt, umgepixelt, recardert halt. Und ja, wir fangen mal an mit den Schwertern. Das sind diese Schwerter hier, die sind aus dem Zickzack V6. Hier haben wir das normale Holzschwert. Hier haben wir das Lazuli-Schwert. Das ist das Goldschwert in dem Fall. Das habe ich jetzt nicht umgeändert. Halt diese Golderze, weil das ist eher so mehr im Bedwars-Pack, sag ich mal. Und deswegen passen die Golderze nicht so zum Schwert, weil es halt eher auf, wie gesagt, auf Bedwars ausgelegt ist. Haben wir hier das Steinschwert, das Eisenschwert und das normale Diamantschwert, was natürlich auch gleich mit den Diamanten ist. Das ist hier aus dem Zickzack V6 übernommen. Gehen wir mal weiter zum Feuerzeug, zu der Rod, zum Bogen und zum Stick. Der Stick ist grau. Den habe ich selbst zugepixelt. Das Feuer, das ist schwarz. Ich kann hier kurz im normalen Survival-Mode gehen. Hier Low Fire sieht man. Finden wir auch ziemlich cool. Das gefällt mir gut. Gehen wir wieder in Creative. Und da haben wir den Bogen mit solchen Partikeln, die ich aus einem Pack habe, was ich glaube gerade nicht genau... Ich weiß nicht mehr genau aus welchem Pack. Auf jeden Fall nicht aus dem Maxim V6 Pack, weil das Maxim V6 Pack hat ja auch diese Partikel. Aber sie sind nicht aus diesem Pack gewesen. Die habe ich dann recolored in Blau und Dunkelblau. Und ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich nice und gefällt mir echt gut. Und diese Schwerter kann ich auch mal wieder wegwerfen. So, gehen wir mal weiter zu den Tränken. Das ist jetzt nichts Besonderes hier. Das sind die Partikel davon. Rote, Kreuze, was auch sonst. Schauen wir mal hier an. Hier seht ihr die anderen Dinger. Die Goldäpfel, normales Essen und so weiter. Habe ich aus verschiedenen Packs übernommen. Die Sub ist aus dem Zickzack V6 und so weiter. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu den Mobs. Jetzt sehen wir die Rüstungen. Die Goldrüstung habe ich auch umgeändert. Die war ja anfangs... auch Gold, aber ich habe sie in Blau geändert und habe sie dann so wie die Eisenrüstung gemacht, weil ich glaube, normale Goldrüstung war nicht so in diesem Glitzerschein. Ich dachte mir, das sieht mega geil aus, deswegen mache ich die blaue Rüstung auch so. Habe ich selbst recolored. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Die Rüstung ist standardmäßig schwarz zum Zickzack V6 und hier haben wir nochmal die Eisenrüstung. Gehen wir mal weiter zum Villager mit den Partikeln. Erstmal so einen Stick geben. So, die Partikel sind wie gesagt... entweder so helles Blau oder dunkles Blau. Das dunkle Blau sind, glaube ich, die Schärfepartikel. Genau, Schadenspartikel. Und das helle Blau sind die Crit-Partikel. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich finde, das bockt sich immer in so einem blau-weiß-grauen Pack zu spielen. Macht mega Spaß. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier hoch. Genau, machen wir einmal Nacht. Das ist eine Nacht, das sieht man jetzt aber nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich das umgestellt habe auf 6, machen wir auf 8, damit man sieht. Das ist der Himmel bei Nacht. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, aber hier unten sieht man jetzt irgendwie nichts. Und das ist der Himmel bei Tag. Finde ich auf jeden Fall richtig nice und gefällt mir auch mega gut. So, kommen wir in den Bedwars-Teil hinein. Und hier sieht man schon das Bronze, was ich selbst gepixelt habe. Das heißt, ich habe das Iron und das Gold, das war glaube ich schon so, habe ich umgeändert und habe das sozusagen eine eigene Farbe draus gemacht. Finde ich auf jeden Fall ziemlich geil, das gefällt mir ziemlich gut. Dann haben wir hier die Chestplate, die kann ich auch gerne mal anziehen. Die sieht so aus. Finde ich ziemlich geil. Auch richtig cool. Der Apfel, der Goldapfel, die Enderperle, die Gravy und so weiter. Hier haben wir das 10D, was ich auch finde, auch ziemlich cool finde. Und da der Sandstone, den ich aus dem Maxim V6 übernommen habe. Und hier ist so der Rest. Das war's dann auch so an sich mit dem Pack. Ich würde sagen, wir machen noch eine kleine PvP-Szene hinten dran. Download-Link in der Beschreibung und so weiter. Auf jeden Fall danke für den Support, danke für 7000 und... Ui. Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin das wieder, euer Domi, und heute stelle ich euch das Domi Pack V6 vor, was natürlich wieder ein Mixpack ist. Also bitte nicht beschweren, wenn euch einige Texturen bekannt vorkommen und so weiter, denn wie gesagt, es ist ein Mixpack. Ich habe wieder viele Texturen übernommen und habe aber auch eigene wieder gepixelt, was heißt gepixelt, umgepixelt, recardert halt. Und ja, wir fangen mal an mit den Schwertern. Das sind diese Schwerter hier, die sind aus dem Zickzack V6. Hier haben wir das normale Holzschwert. Hier haben wir das Lazuli-Schwert. Das ist das Goldschwert in dem Fall. Das habe ich jetzt nicht umgeändert. Habe ich gut. Ich weiß nicht, ob ich das umgestellt habe auf 6. Machen wir auf 8, damit man sieht. Das ist der Himmel bei Nacht. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, aber hier unten sieht man jetzt irgendwie nichts. Und das ist der Himmel bei Tag. Finde ich auf jeden Fall richtig nice und gefällt mir auch mega gut. So, kommen wir in den Bedwars-Teil hinein und hier sieht man schon das Bronze, was ich selbst gepixelt habe. Das heißt, ich habe das Iron und das Gold, das war glaube ich schon so, habe ich umgeändert und habe das sozusagen eine eigene Farbe draus gemacht. Finde ich mir ziemlich geil, das gefällt mir ziemlich gut. Und dann haben wir hier die Chestplate, die kann ich auch gerne mal anziehen. Die sieht so aus. Finde ich ziemlich geil, auch richtig cool. Der Apfel, der Goldapfel, die Enderperle, die Gravy und so weiter. Hier haben wir das 10D, was ich auch, ziemlich cool finde. Und da der Sandstone, den ich aus dem Wald, diese Golderze, weil das ist eher so mehr im Bedwars-Pack, sag ich mal. Und deswegen passen die Golderze nicht so zum Schwert, weil es halt eher auf, wie gesagt, auf Bedwars ausgelegt ist. Dann haben wir hier das Steinschwert, das Eisenschwert und das normale Diamantschwert, was natürlich auch gleich mit den Diamanten ist. Das ist hier aus dem Zickzack V6 übernommen. Gehen wir mal weiter zum Feuerzeug, zu der Rod, zum Bogen und zum Stick. Der Stick ist grau, den habe ich selbst zugepixelt. Das Feuer, das ist schwarz. Ich kann hier kurz im normalen Survival-Mode gehen. Hier Low Fire sieht man. Finden wir auch ziemlich cool. Das gefällt mir gut. Gehen wir wieder in Creative. Und da haben wir den Bogen mit solchen Partikeln, die ich aus einem Pack habe, was ich glaube gerade nicht genau... Ich weiß nicht mehr genau aus welchem Pack. Auf jeden Fall nicht aus dem Maxim V6 Pack, weil das Maxim V6 Pack hat ja auch diese Partikel. Aber sie sind nicht aus diesem Pack gewesen. Die habe ich dann recolored in Blau und Dunkelblau. Und ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich nice und gefällt mir echt gut. Und diese Schwert kann ich auch mal wieder wegwerfen. So, gehen wir mal weiter zu den Tränken. Das ist jetzt nichts Besonderes hier. Das sind die Partikel davon, rote, Kreuze, was auch sonst. Schauen wir hier an. Hier seht ihr die anderen Dinger, die Goldäpfel, normales Essen und so weiter. Habe ich aus verschiedenen Packs übernommen. Die Sub ist aus dem Zickzack V6 und so weiter. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu den Mobs. Jetzt sehen wir die Rüstungen. Die Goldrüstung habe ich auch umgeändert. Die war ja anfangs... auch Gold, aber ich habe sie in Blau geändert und habe sie dann so wie die Eisenrüstung gemacht, weil ich glaube, normale Goldrüstung war nicht so in diesem Glitzerschein. Ich dachte mir, das sieht mega geil aus, deswegen mache ich die blaue Rüstung auch so. Habe ich selbst recolored. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Die Rüstung ist standardmäßig schwarz im Zickzack V6 und hier haben wir nochmal die Eisenrüstung. Gehen wir mal weiter zum Villager mit den Partikeln. Erstmal so einen Stick geben. So, die Partikel sind wie gesagt... entweder so helles Blau oder dunkles Blau. Das dunkle Blau sind, glaube ich, die Schärfepartikel. Genau, Schadenspartikel. Und das helle Blau sind die Crit-Partikel. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Und ich finde, das bockt sich immer in so einem blau-weiß-grauen Pack zu spielen. Macht mega Spaß. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier hoch. Genau, machen wir einmal Nacht. Das ist eine Nacht, da sieht man jetzt am